Insgesamt 6 Ziele hat Vivant für die Europawahl formuliert. Darunter Aufklärung der Bürger über die Missstände in der EU, Einführung von Volksbefragungen zu den EU-Verträgen und Stopp der EU-Steuergeldverschwendung. Grundsätzlich sei man ja für die Idee des Zusammenlebens in Frieden und Freiheit. Dagegen muss man die EU sehen, die im Endeffekt nur von Großindustrien gegründet wurde und inzwischen auch noch immer deren Interessen vertritt und die im Endeffekt heute 75% der nationalen Gesetze diktiert, die national nur noch umgesetzt werden. Und diese Gesetze sind größtenteils nicht zum Wohle der Bürger. Europa muss wieder demokratisch werden. Dazu gehört auch die Rückführung der Geldhoheit an die Mitgliedstaaten. Der Nationalstaat bezahlt Millionen an Zinsen, um das Tauschmittel Geld zu haben. Und eigentlich müsste ein Nationalstaat das Geld doch selbst herausgeben können. Vivant plädiert seit langem für eine zinsfreie Währung. Im Europawahlkampf ist das nicht anders. Wenn man sich ein bisschen mit Geld befasst, dann wird man direkt verstehen, dass der Zins die Wurzel allen Übels ist, weil das Geldwachstum ist exponentiell und dadurch steigen die Zinsen, die Schuldenlast wird immer mehr steigen, die Steuern müssen erhöht werden, damit die Wirtschaft dem überhaupt nachkommen kann. Deshalb immer die Forderung nach Wirtschaftswachstum. Und dass das irgendwann kollabiert, crasht, ist voraussehbar. Ersatzkandidaten sind Michael Balter und Alain Mertes, Toni Brüsselmanns und die von den Piraten kommende Linda Nix. Vervollständigt wird die Liste mit Ursula Wiesemes und Christel Meyer, die bei der Listenvorstellung nicht dabei sein konnten. Prognosen gehen davon aus, dass in ganz Europa die EU-kritischen Parteien massiv zulegen werden. Die Bürger verstehen und spüren vor allen Dingen, dass was die EU ihnen bringt und vor allen Dingen nicht bringt. Und wenn die Meinungsumfragen eine Verdreifachung der Zahl prognostizieren, dann entspricht das auch der Meinung in der DG. Und dementsprechend werden wir auch wesentlich zulegen. Bleibt nur die Frage, welcher Fraktion man sich denn anschließen werde, falls es mit dem Einzug ins EU-Parlament klappen sollte. Wir werden als Fraktionslose antreten, sehen, was sich ergibt, mit den Leuten reden und dementsprechend dann je nachdem sehen, mit welchen wir gerne zusammenarbeiten würden, was uns am weitesten bringen würde.